In der Welt der Gaming-Monitore ist es schwer, etwas zu finden, das sowohl Hardcore- als auch E-Sport-Gamer gleichermaßen anspricht. Doch der ASUS ROG Strix könnte genau das sein, was ambitionierte Spieler suchen. Mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von bis zu 380 Hertz und fortschrittlicher Technologie, die speziell für schnelle Reaktionszeiten und flüssige Bilder entwickelt wurde, positioniert sich dieser Monitor als idealer Begleiter für Wettkampfspiele und intensive Gaming-Sessions. Aber ist er wirklich so gut, wie er klingt? Lassen Sie uns das herausfinden. Der ASUS ROG Strix präsentiert sich in einem markanten und futuristischen Design, das typisch für die ROG-Serie ist. Mit klaren Linien, einem robusten Standfuß und einem ergonomischen Aufbau, der Anpassungen in Höhe, Neigung, Drehung und Pivot ermöglicht, passt sich dieser Monitor perfekt an die Bedürfnisse des Nutzers an. Die Rückseite des Monitors ist mit einer subtilen RGB-Beleuchtung versehen, die individuell angepasst werden kann und so das Gaming-Setup visuell aufwertet. Zudem ist der Monitor VESA-kompatibel, was eine einfache Wandmontage ermöglicht. Die Anschlüsse sind gut zugänglich und bieten genug Flexibilität für eine Vielzahl von Geräten, von Konsolen bis hin zu High-End-PCs. Wenn Sie an diesem Monitor interessiert sind, schauen Sie unbedingt in die Beschreibung dieses Videos und folgen Sie dem Amazon-Link für mehr Informationen und aktuelle Preise. Der ASUS ROG Strix überzeugt mit einem ultraschnellen Fast-IPS-Panel, das nicht nur für eine exzellente Farbdarstellung sorgt, sondern auch eine beispiellose Reaktionsgeschwindigkeit bietet. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 380 Hz, die übertaktet werden kann, und einer minimalen Reaktionszeit von 0,3 Millisekunden ist dieser Monitor für die anspruchsvollsten E-Sport-Titel ausgelegt, bei denen jede Millisekunde zählt. Die Kombination aus ELMB-Sync und FreeSync Premium garantiert dabei eine flüssige und reaktionsschnelle Spielerfahrung ohne Tearing und mit minimalem Input-Lag. Das Display bietet eine Helligkeit von 400 Nits und unterstützt Display HDR 400, was eine ansprechende HDR-Erfahrung für kompatible Spiele und Medieninhalte ermöglicht. Die erweiterten Farbmodi und das breite sRGB-Spektrum sorgen für lebendige und präzise Farben, die gerade in dunklen Spielszenen für mehr Sichtbarkeit sorgen. Das integrierte ROG Gaming AI-Feature setzt auf innovative Technologien wie Dynamic Shadow Boost und Dynamic Crosshair, die das Spielerlebnis weiter optimieren, indem sie Schatten aufhellen und zielgenaue Fadenkreuze bieten. Der Monitor ist damit nicht nur ein einfaches Display, sondern ein vollwertiges Werkzeug für Gamer, die ihre Leistung verbessern wollen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um mehr solcher detaillierter Reviews zu sehen. In diesem Abschnitt betrachten wir die wichtigsten Vor- und Nachteile des ASUS ROG Strix, um Ihnen ein ausgewogenes Bild dieses Monitors zu vermitteln. Nachteile: fehlende Nvidia G-Sync-Unterstützung, hoher Preis im Vergleich zu anderen Full-HD-Monitoren, begrenzte Auflösung von 1080p, komplexe Menüführung und Einstellungsmöglichkeiten. Vorteile: extrem hohe Bildwiederholrate von 380 Hz, ideal für E-Sportler, hervorragende Reaktionszeit von 0,3 Millisekunden, vielseitige Anschlüsse und ergonomisches Design, robuste Bauweise und markantes ROG-Design, umfangreiche Gaming-Funktionen wie ELMB-Sync und FreeSync, HDR-Unterstützung für lebendige Farben und kontrastreiche Szenen. Der ASUS ROG Strix ist zweifellos ein beeindruckender Monitor, der speziell für die Anforderungen von E-Sport-Profis und Enthusiasten entwickelt wurde. Mit seiner Kombination aus ultraschneller Bildwiederholrate, erstklassiger Reaktionszeit und innovativen Gaming-Features bietet er eine Gaming-Performance auf höchstem Niveau. Wenn Sie auf der Suche nach einem Monitor sind, der Ihre Gaming-Erfahrung auf das nächste Level hebt, dann sollten Sie den ASUS ROG Strix in Betracht ziehen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und den Amazon-Link in der Beschreibung zu überprüfen, um den Monitor zu erwerben. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Review.